Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Üfos Finanzplanung und unserer Partner, die Sie zu der heutigen Online-Konferenz eingeladen haben, darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Hier in Darmstadt sind es rund 30 Grad, also relativ heiß. Ich möchte es dennoch so kurz und knackig präsentieren, wie es die aktuelle Kapitalmarktlage möglich macht. Grundsätzlich haben Sie natürlich die Möglichkeit, Fragen und Anregungen im Chatfenster zu positionieren. Sofern es an der konkreten Stelle Sinn macht, werde ich direkt darauf eingehen. Falls es anderweitig Sinn macht, im späteren Verlauf darauf einzugehen, da vielleicht noch der ein oder andere Chart Ihre Frage besser darstellen kann, dann werden wir das auf später verschieben. Aber grundsätzlich haben wir natürlich das Ziel, auf alle Ihre Fragen und Anregungen einzugehen. Vom Ablauf wird so sein, dass wir uns zunächst die allgemeinen Kapitalmarktthemen anschauen, danach einen Fokus natürlich legen auf die Entwicklung in China. Und vor allem auch auf meines Erachtens die wichtigen Entwicklungen für die westlichen Volkswirtschaften, um hier auch das eine und andere abzuleiten, was die Notenbankaktivitäten betrifft. Und die Notenbankaktivitäten sind ja nicht ganz irrelevant für die Vermögenspreise. Und ich denke, die Vermögenspreise sind ja auch durchaus etwas, für was Sie sich interessieren. Wir steigen auch direkt ein, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Was Sie hier sehen, sind die Entwicklungen der Aktienmärkte. Die grünen Balken zeigen die Entwicklung im Kalenderjahr 2015. In Orange, das sind die letzten 5 Handelstage, die Schlusskurse jeweils vom gestrigen Abend. Was wir sehr schön sehen, wenn wir hier uns die starken Aktienmärkte anschauen, dann sehen Sie Italien, Frankreich, sehr starke Bewegungen jenseits der 20%. Sie sehen auch in China, auch nach der Korrektur, immer noch ordentlich im Plus. Japan dann als nächstes. Stärkere Währung, dann nochmal der Euro Stoxx 50, der DAX 30, Spanien. Also Sie sehen schon mal, bis hier, wenn wir uns die starken Aktienmärkte betrachten, dann fällt Ihnen überall auf, das sind entweder Indizes von, also Länderbörsen der Eurozone oder ist eben der kumulierte Index der Euro Stoxx 50 oder es sind eben andere Leitmärkte wie zum Beispiel China und Japan, wo die Notenbanken sich doch von einer gewissen expansiven Seite zeigen. Und wenn Sie dann mal Ihren Augen nach ein Stück nach rechts wenden, dann stellen Sie im Endeffekt fest, naja, auf globaler Ebene war der Aktienmarkt nicht besonders prickelnd bisher. Das sehen Sie hier auf der Indexebene rund 4% Wertentwicklung und ja auch der große Leitmarkt, der S&P 500, Sie sehen es hier. Da sind wir bei rund 2,5% seit dem 1.1. diesen Jahres. Also wahrlich keine spektakuläre Bewegung, die wir hier sehen. Und das glaube ich auch eine ganz wichtige Botschaft, die Sie hier bitte mitnehmen sollen. Das Jahr war bisher an den Kapitalmärkten nicht besonders toll, weil Sie sehen es, die globalen Aktienmärkte gemessen am MSCI World rund 4%. Die amerikanischen Leitmärkte, ja, auch mit einer unspektakulären Bewegung, also der Fokus doch ganz klar natürlich hier bei den Aktienmärkten der Eurozone und China war ja auch sehr, sehr stark in der Presse. Wenn wir dann uns mal die Bewertungen anschauen, dann sehen Sie hier mal verschiedene Länder dargestellt, beziehungsweise eben Länderindizes und der blaue Balken zeigt Ihnen, okay, wie ist denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf der 12-Monats-Basis. Und dieser gelbe Punkt, der zeigt Ihnen den 20-Jahres-Durchschnitt, in grün das 20-Jahres-Tief und in rot das 20-Jahres-Hoch. Und Sie werden feststellen, dass wir bei vielen Märkten, da sind wir ungefähr auf den Durchschnittsbewertungen der letzten 20 Jahre, aber wir sind doch noch relativ stark von den Hochpunkten entfernt, die wir mal hatten. Und deswegen muss man auch momentan ganz klar festhalten, wenn man es mal global betrachtet, also wirklich für ein global gestreutes Portfolio, das über verschiedene Länder und Regionen, aber natürlich auch Marktsegmente, also sprich verschiedene Sektoren gestreut ist, da sind die Bewertungen momentan weder spektakulär hoch noch spektakulär niedrig. Das hören Sie ja häufiger, aber ich möchte Ihnen auch später nochmal zeigen, warum wir doch glauben, dass es Sinn macht, durchaus das ein oder andere Land differenziert zu betrachten, weil dort einfach der Rückenwind fehlt. Aber auch ganz klar wird an dieser Stelle. Wir reden häufig über den Aktienmarkt und wir lesen Analysen zu dem Aktienmarkt, aber wir müssen uns natürlich klar machen, diesen einen Markt gibt es nicht, sondern Sie haben wirklich ein sehr, sehr heterogenes Bild, was die verschiedenen Länder, was die verschiedenen Regionen betrifft. Auch die verschiedenen Sektoren verhalten sich nicht immer gleichgerichtet, sondern zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Und dann können Sie natürlich auch noch in die verschiedenen Aktienmärkte mit unterschiedlichen Managementstilen agieren.
Also Sie können substanzorientiert investieren, Sie können eher auf Wachstumstitel setzen. Also da hat die Finanzindustrie und auch das Finanzvokabular gibt da sehr, sehr viele verschiedene Facetten her. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir uns über Aktienmärkte unterhalten, weil das, was Ihnen die etablierten Indizes zeigen oder auch die Kommentatoren, die hier über das Finanzmarktgeschehen berichten, die sprechen auch häufig recht undifferenziert vom Aktienmarkt. Klar, in Deutschland, wir schauen auf den DAX, in den USA schaut man auf den S&P 500, in Großbritannien schaut man eben auf den FTSE 100, aber wie gesagt, der Aktienmarkt ist natürlich viel, viel heterogener und dementsprechend, meines Erachtens, geht es nicht nur darum zu entscheiden, mit welcher Quote meines Vermögens möchte ich in Aktien investiert sein, sondern auch, wie möchte ich in die Aktienmärkte investiert sein, weil Sie können einfach 5 Aktien kaufen oder Sie können über verschiedene Instrumente in bis zu 10.000 Aktien global investiert sein. Beides sind natürlich Investitionen am Aktienmarkt, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir hier natürlich ganz andere Chance-Risikoprofile haben und das sollte man noch berücksichtigen, wenn wir über die Aktienmärkte sprechen. Rentenmärkte, auch die habe ich Ihnen natürlich mitgebracht, wieder in der gleichen Logik. In grün sehen Sie die Entwicklung seit Beginn 2015, orange für die letzten 5 Handelstage. Und da meines Erachtens auch relativ interessant, weil die Rentenmärkte, also die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere, ja auch jedes Mal wiederum am Jahresanfang sehr negativ gesehen werden. Alle sind der Meinung, die Zinsen sind so niedrig, die können eigentlich nur steigen. Der Rentenmarkt ist einer Riesenblase, aber Sie sehen es jetzt auch hier mal wiederum dargestellt, ja, deutsche Staatsanleihen hier, die haben zumindest eine Nullnummer abgeliefert. Auf globaler Ebene haben wir teilweise sogar ein Plus. Die amerikanischen 10-jährigen Staatsanleihen haben sogar rund 1,5% geliefert. Und wenn wir dann da noch eine Währungskomponente oben drauf schlagen wollten, da der Euro gegenüber dem Dollar abgewertet hat, war es aus Euro-Anlegersicht gar nicht so schlecht, dort investiert zu sein. Der Loser am Rentenmarkt waren natürlich die Schwellenländer, die Emerging Markets, wenn man sie auch in Hartwährung handelt, also im US-Dollar, da sehen Sie, da gab es entsprechende Abschläge. Also wie gesagt, das meines Erachtens ein Thema, was wir uns auch klar machen sollten. Wenn Sie etwas über den Bärenmarkt am Anleihemarkt lesen, dann müssen wir uns natürlich auch darüber im Klaren sein, dass natürlich die Wertschwankungen oder die Preisschwankungen von Anleihen, die sind natürlich, wenn wir die breiten Indizes betrachten, wie Sie es hier dargestellt finden, natürlich in einer ganz, ganz anderen Dimension als zum Beispiel Schwankungen am Aktienmarkt. Also sprich, der globale Rentenmarkt, der schwankt währungsgesichert nicht mal eben um 5, 6% und am Aktienmarkt kann das doch mal relativ schnell passieren. Auch die Renditen im Überblick habe ich Ihnen natürlich wie jeden Monat mitgebracht. Meines Erachtens ist es wichtig, dass Sie zumindest ein grobes Gefühl dafür haben, welche Renditen momentan in welchen Segmenten des Rentenmarktes bezahlt werden. Grundsätzlich haben wir die Thematik, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel im Tagesgeld Ihr Kapital parken, dann sind Sie in der deutschen Einlagensicherung, dann tragen Sie natürlich noch ein gewisses Bonitätsrisiko der zugrunde liegenden Bank, aber eigentlich geht man davon aus, das sollte in Anführungsstrichen sicher sein. Und wenn Sie dann bereit sind, gewisse Kreditrisiken zu nehmen, dann gehen Sie vielleicht zum ersten Mal in deutsche Staatsanleihen und wenn Sie mal hier schauen, deutsche Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit, die rentieren momentan mit 0,6% im Jahr 2003 und 2007, damit Sie auch mal den historischen Ablauf sehen, da waren wir noch bei einem Wert von roundabout 4%. Also das ist doch schon ein erheblicher Unterschied, wenn Sie einfach mal umrechnen, wie viele Jahre lang Sie 6% bekommen müssen, um das zu kompensieren, was Sie früher in einem einzigen Kalenderjahr erhalten haben. Wenn Sie dann nicht nur in Staatsanleihen investieren, sondern zum Beispiel noch in Unternehmensanleihen mit guter Bonität investieren, dann haben Sie momentan eine Rendite von 1,6% zu erwarten. Und wie gesagt, das ist natürlich auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Da kommen wir auch von Renditen von jenseits der 5%. Und dementsprechend, wenn wir uns noch klar machen, dass wir natürlich diese Renditen auf Indexebene ja nie erhalten können, weil natürlich auch ein Indexfonds oder ein normaler Fonds oder auch Sie als Anleger selbst, wir tragen ja noch gewisse Handelskosten, um eine Anleihe zu erwerben. Es gibt einen Spread, also eine Differenz zwischen An- und Verkaufskursen. Also von daher, die realisierbaren Renditen sind dann natürlich nochmal einen Ticken niedriger und dann schlagen natürlich irgendwann nochmal noch Abgeltungssteuer und natürlich auch Inflation zu Buche. Also insgesamt der Anlagenotstand, der zeigt sich hier sehr, sehr deutlich. Warum ist das wichtig? Es ist natürlich dahingehend relevant,
dass wenn Sie sich überlegen, okay, welche Rendite muss ich denn erzielen, weil welche Rendite brauche ich denn, um vielleicht meine verschiedenen Lebensziele zu erreichen, oder wenn Sie im Ruhestand sind oder kurz vor dem Ruhestand sind oder in Ihrer Firma für eine betriebliche Altersversorgung verantwortlich sind, dann sind natürlich diese erwarteten Renditen ein sehr, sehr wichtiger Indikator, nach der Sie natürlich auch dann schauen müssen, wie strukturiere ich eigentlich meine verschiedenen Vermögensklassen, um hier irgendwo auf meine Zielrendite zu kommen. Also das ist meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt, und ich glaube, diese Grafik zeigt auch sehr gut, warum Sie momentan in den Medien verfolgen können, dass wir bei der kapitalgedeckten Altersversorgung, die überwiegend zinsbasiert ist, also Lebensversicherung, Rentenversicherung, Versorgungswerke, betriebliche Altersversorgung und, natürlich große Probleme haben, weil ja natürlich das aktuelle Zinsniveau bei weitem nicht ausreicht, um nachhaltig und langfristig das zu finanzieren, was man in einer Hochzinsphase, wo wir ja doch Anfang des Jahrtausends noch ganz andere Sätze hatten bei den Bundesanleihen, das eben nachhaltig zu finanzieren. Also das Thema Anlagenotstand, nehmen Sie das bitte mit. Das ist natürlich weiterhin ein ganz, ganz großes Thema. Und dieser Anlagenotstand, der führt natürlich dazu, dass wir einen gewissen Druck verspüren und dass wir natürlich auch damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir finanzielle Fehlentscheidungen treffen, und da sollten wir uns nicht reindrücken lassen. Aber kommen wir zum Top-Thema. Das ist natürlich China, und dementsprechend habe ich Ihnen natürlich auch einige Charts damit zu dem Thema mitgebracht und will auf das eine oder andere eingehen, aber es gibt meines Erachtens eine zentrale These, und die werde ich auch nochmal klar und deutlich dann rausstellen. Was sehen Sie in diesem Chart? Das ist jeweils die Veränderung des Bruttoinlandsproduktes in Rot dargestellt für China. Und in diesem Lila sehen Sie den rechnerischen Durchschnitt seit dem Jahr 2000, also rund 9,4%, also doch eine sehr, sehr ordentliche Wachstumsrate. In Blau sehen Sie es unten drunter dargestellt, eben für die Welt. Und da sehen Sie, der Wachstum war natürlich ein bisschen geringer. Durchschnittlich rund 2,9% konnte man hier letztendlich an Wachstum realisieren in der Vergangenheit. Und das große Thema natürlich nun, dass sich hier das Wachstum in China abschwächt, und diese Wachstumsabschwächung, die hat natürlich Auswirkungen, da natürlich sehr, sehr viele von diesem massiven Aufschwung Chinas profitiert haben. Ob das nun Australien ist, wo wir über 20 Jahre keine Rezession hatten, weil man natürlich durch den Export von Rohstoffen hier sehr starke Wohlstandseffekte hatte. Ob das natürlich auch exportorientierte Unternehmen, gerade auch in Deutschland waren, die natürlich hier im Maschinenbau oder im technischen Bereich natürlich einen neuen großen Absatzmarkt hatten. Also das zog sich natürlich sehr, sehr stark durch. Viele haben von diesem extremen Wachstum in China profitiert, und das wirkt sich natürlich nun nachteilig aus, wenn sich das jetzt wieder umdreht. Und das ist auch etwas, was wir momentan an den Börsen sehen. Ob das eine Volkswagen ist, ob das eine LVMH Asche ist, also eine Luxusgüterhersteller, ob das der australische Dollar ist, ob das Kupfer ist. Das sind ganz unterschiedliche Vermögenswerte, die sich auch in unterschiedlichen Vermögensklassen bewegen. Und auf dem Papier würde man sagen, naja, so eine Mischung aus Volkswagen, Automobilhersteller und LVMH Asche als Luxusgüterhersteller, bisschen Währung dazu, Australien und vielleicht noch ein bisschen Rohstoff, ist doch eigentlich eine vernünftige Mischung auf der Portfoliobasis. Aber Pustekuchen, so muss man es leider Gottes sagen. Das sind zwar unterschiedliche Vermögensklassen, aber sie haben natürlich alle auch einen wesentlichen Treiber mit drin. Das ist natürlich China, und wenn es in China schwieriger wird, dann geht alles gemeinsam nach unten, und das natürlich negativ hier im Gesamtportfolio-Kontext. Die Bäume wachsen auch in Asien nicht in den Himmel. In Blau sehen Sie mal die Veränderung jeweils auf der Jahresbasis der chinesischen Exporte. Und ich glaube, da braucht man jetzt kein Volkswirt sein, um zu erkennen, dass hier der Trend nach unten gerichtet ist. Und dementsprechend, wie gesagt, sehen wir natürlich momentan auch diese Differenz zwischen den offiziellen chinesischen Zahlen, die ja davon ausgehen, dass man ein Wachstum von 7% generiert, und dann vielleicht dem, was real wirtschaftlich der Fall ist, wenn man mal Indikatoren betrachtet wie das Kreditwachstum oder Preise für Frachtverkehr auf der Schiene oder den Elektrizitätsverbrauch. Also die Momentum-Indikatoren, die ja doch von verschiedenen Stellen nochmal berechnet werden, um ein unabhängiges Gefühl für die Entwicklung der konjunkturellen Situation in China zu bekommen, die zeigen doch eher ein schwächeres Bild. Und deswegen glaube ich, dass diese Lücke hier doch ein bisschen größer ist, als uns die offiziellen Zahlen das glauben machen.
Und wie gesagt, die Statistiken in China sind wahrscheinlich mit der gleichen Vorsicht zu genießen wie Statistiken, die wir hier in Deutschland oder auch in den USA präsentiert bekommen. Nichtsdestotrotz, auch das bitte immer im Hinterkopf behalten, ein Wachstum von zum Beispiel 10% im Jahr 2000 ist natürlich anders zu werten als ein Wachstum von, sagen wir mal, 6% im Jahr 2015. Der Grund liegt darin, dass natürlich die Wirtschaft massiv gewachsen ist und machen wir es mal ganz, ganz simpel. 10% auf 100 sind halt 10 Einheiten und 7% auf 200 sind halt 14 Einheiten. Und 14 Einheiten sind halt mehr als 10 Einheiten. Also in absoluter Basis haben wir natürlich immer noch einen sehr, sehr großen Beitrag. Aber wie gesagt, die prozentuale Wachstumsrate, die verlangsamt sich hier dementsprechend. Und das natürlich auch, was man hier natürlich in den verschiedenen Vermögensklassen momentan merkt. Das Top-Thema war dann letztendlich auch die Aufwertung des Renminbi. Also Renminbi ist der Name der chinesischen Währung und Yuan ist im Endeffekt die Einheit, um das auch nochmal klarzuziehen. Und was Sie hier sehen gegenüber dem US-Dollar in diesem Chart, ist nicht so schick wie sonst. Wir haben ja normalerweise auch einen weißen Hintergrund hier. Das ist aus unserem, ich sag mal, Live-Trading-System rausgeschnitten. Das ist halt in so einem eher einen coolen Schwarz, aber ich denke, Sie können es gut erkennen in Orange. Wir sehen hier eine relativ kontrollierte Aufwertung der chinesischen Währung, auch in einer gewissen Handelsspanne, die man hier vorgegeben hat. Und jetzt sehen Sie hier doch eine sehr dramatische Bewegung entsprechend in die andere Richtung. Und wenn diese Linie hier nach oben geht, dann heißt es nichts anderes, als dass die chinesische Währung, also der Yuan, gegenüber dem US-Dollar abwertet. Und das ist ein großes Thema. Warum ist das ein großes Thema? Klar, es ist die stärkste Tagesbewegung, ich glaube, seit 1994. Das ist natürlich der eine Punkt, der relevant ist, weil größere Bewegungen führen natürlich auch immer dazu, dass Risikomanagementsysteme anspringen, dass man Positionsgrößen überdenkt im Portfolio-Management und das hat dann natürlich auch entsprechende Auswirkungen. Aber zugrunde liegend haben wir hier den Sachverhalt, dass sich natürlich die Marktteilnehmer fragen, naja, wenn jetzt die Chinesen hier auf einmal anfangen, ihre Währung abzuwerten, ist die chinesische Wirtschaft vielleicht doch schwächer, als man das so offiziell kommunizieren möchte. Steigt man hier vielleicht auch in den Währungsabwertungswettlauf ein, zum Beispiel auch gegenüber Japan. Sie wissen, Japan hält ja momentan den Wanderpokal der Notenbankintervention, weil wir dort ja viele Probleme, also Überschuldung plus eine ungünstige demografische Entwicklung im Verhältnis jung zu alt natürlich sehen. Also steigt China da momentan so ein bisschen ein. Und wie gesagt, das ist ein Aspekt, der meines Erachtens im Markt vielleicht sogar noch unterschätzt werden könnte, weil wenn man sich mal so die Analysen und die Eindrücke anschaut, dann könnte das auch erst nur der Anfang gewesen sein einer entsprechenden Währungsabwertung. Und das muss man auch sagen, China hat noch ordentlich Feuerpower, um hier den wirtschaftlichen Gegebenheiten gegenzusteuern. Hier im oberen Chart sehen Sie sehen Sie mal den Leitzins. Und da sehen Sie im Endeffekt hier, ja, der hat eine Abwärtstendenz, aber wenn Sie mal Ihren Blick hier auf die linke Skala werfen, dann sehen Sie natürlich hier Sätze, die finden Sie natürlich in den USA oder in der Eurozone oder in Großbritannien oder gar in Japan nicht mehr. Das heißt, man kann hier die Zinsen noch ein gutes Stück nach unten nehmen, wenn man das für richtig hält. Auch die Mindestreserveverpflichtung für die Großbanken, da ist auch noch ein ordentliches Potenzial, was man nach unten nehmen kann. Also grundsätzlich hat die chinesische Notenbank hier doch noch einiges an Repertoire, um einer unerwünschten wirtschaftlichen Abkühlung entgegenzuwirken. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man hier noch aktiv sein wird, weil man hat ja auch eingegriffen, um den Aktienmarkt zu stabilisieren. Das hat, glaube ich, wenig mit Kapitalismus zu tun, sondern das ist eher Planwirtschaft. Aber auch hier haben wir, ich glaube, im letzten Dialog hatten wir es ja ausführlich mit drin. Wir haben natürlich auch bei den chinesischen Unternehmen ein relativ hohes Schuldenvolumen. Dieses Schuldenvolumen muss man natürlich auch mal anders verteilen. Und dieses anders verteilen heißt natürlich auch, dass man versucht natürlich über Börsengänge, über die Platzierung von Aktien am Kapitalmarkt hier letztendlich Fremdkapital in Eigenkapital zu wandeln. Das optimalerweise noch auf einer globalen Basis. Und damit sowas natürlich funktioniert, sollte der Aktienmarkt nicht zu erratische Bewegungen haben. Das ist das eine, um eine gewisse Kalkulierbarkeit für die Investoren zu haben. Aber man braucht natürlich auch einen gewissen rechtlichen und regulatorischen Rahmen. Und ich glaube, da ist doch ein bisschen Porzellan zerstört worden mit den
Intervention, die wir hier im chinesischen Aktienmarkt in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen haben. Die Preise in China, auch das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Zum einen sind das die Konsumentenpreise, zum anderen sind das die Produzentenpreise. Hier ist die Nulllinie mal abgetragen und da sehen Sie im Endeffekt schon, okay, ja, auf Seite der Produzentenpreise, da sind wir ein gutes Stück unter der Nulllinie mit negativer Tendenz. Also das ist jeweils die Veränderung im 12-Monats-Ablauf. Aber auch auf der Inflationsseite haben wir relativ wenig Druck, den man hier wirklich verspürt. Und hier gilt das Gleiche wie in den westlichen Industrienationen. Solange die Inflation nach offizieller Lesart niedrig ist, solange kann natürlich die Notenbank am Markt intervenieren. Das heißt, sie kann Papiere ankaufen, sie kann die Zinsen nach unten nehmen, sie kann vielleicht sogar negative Einlagezinssätze vornehmen, wie wir das ja auch in der Eurozone sehen. Also solange sich die Notenbank nicht bezüglich höherer Inflationsraten rechtfertigen muss, kann sie eben hier entsprechend auch eingreifen. Und deswegen glauben wir, dass die chinesische Notenbank hier sich durchaus gegen die wirtschaftlichen Entwicklungen stemmen wird und dass man genauso in der Wirtschaft intervenieren wird, wie man das auch am Aktienmarkt getan hat. Ist das gut? Ich glaube, dass es natürlich kurzfristig eine Erleichterung bringt, dass es aber langfristig natürlich ein Problem ist, weil wir haben natürlich ohnehin sehr, sehr starke Kapazitätsausweitungen in China gehabt. Wir haben immer mehr Produktionskapazitäten, auch einige Städte oder ganze Straßenzüge, die sind halt irgendwo leer. Da hat man halt ins Blau hinein produziert, weil man das Wirtschaftswachstum ankurbeln wollte. Aber ich sag mal, in der Lesart der Wirtschaftsleistung produzieren wir auch wirtschaftlichen Fortschritt. Wenn ich ein Loch ausgrabe und Sie schütten den Sand nachher wieder zu, dann haben wir beide was geschafft, aber positiv bewegt hat sich überhaupt nichts. Und ich glaube, das ist doch auch ein Aspekt, so eine kleine Wachstumsfalle, die wir hier auf globaler Ebene vielleicht sehen. Und dieser disinflationäre Druck, also dieses Thema fallende Preisniveau aufgrund dass wir halt eben sehr, sehr viel Produktionskapazität haben, das zieht sich eben so ein bisschen durch. Und das sollten wir natürlich hier eben auch auf dem Schirm haben. Beim Thema China und beim Thema Preise kommen wir natürlich zu den Rohstoffen. Auch das habe ich Ihnen hier nochmal dargestellt. Sie sehen hier mal Rohstoffindizes in Rot. Dort sind Metalle zusammengefasst. In Orange sehen wir Energie und in Grün sehen wir die Preise für Landwirtschaft. Und da sehen Sie im Endeffekt auch, okay, da ist der Trend tendenziell eher seitwärts. Und besonders bei den Industriemetallen, da ging es ordentlich nach unten. Und unsere Meinung ist hier, dass wir eine sehr, sehr starke Kapazitätsausweitung gesehen haben, natürlich auch bei den Unternehmen und auch noch sehen. Dementsprechend kommt halt sehr viel Material auf den Markt. Und wenn die Nachfrage eben zurückgeht, dann haben Sie eben mehr Angebot bei stagnierender oder vielleicht sogar fallender Nachfrage. Und das führt dementsprechend, wie es in der Marktwirtschaft dann doch eben so ist, auch zu fallenden Preisen. Und das wird noch ein bisschen dauern, aber dann werden, glaube ich, einige Marktteilnehmer aus dem Markt ausscheiden. Die Großen werden das überleben und dann kann man sich auch Minentitel mal wieder anschauen, weil die verdienen natürlich dann noch Geld, aber ich glaube, viele Kleine, die wird es im Endeffekt dahin raffen. Aber wie gesagt, der Sektor hier doch momentan massiv unter Druck. Dass auch Risikostreuung hier relativ wenig genützt hat, das sehen Sie hier. Ich habe Ihnen einfach mal dargestellt, wie sich verschiedene Metallarten verhalten haben, also angefangen von Aluminium über Kupfer, Nickel, Zink und Iron Ore, also Eisenerz. Und da sehen Sie, naja gut, ob Sie jetzt nur ein Industriemetall im Depot hatten oder ob Sie jetzt hier 4, 5 drin hatten. Sie haben vielleicht die Härte der Bewegung etwas mildern können, aber wenn die Tendenz natürlich hier insgesamt abwärts gerichtet ist, dann ist da natürlich wenig Start mitzumachen. Und das geht ein bisschen in die Kerbe, die ich am Anfang angesprochen habe. Ich habe vielleicht eine Mischung über verschiedene Aktien, Sektoren, Rohstoffsegmente und auch Währungen. Aber wenn die natürlich in der Vergangenheit sehr, sehr stark von einem Faktor mit profitiert haben, nennen wir es mal den China-Effekt, und der sich momentan in der Erwartung der Marktteilnehmer umkehrt, dann leidet eben auch alles gemeinsam. Eine weitere Parallele habe ich Ihnen hier nochmal dargestellt. Was sehen Sie hier in Blau? Das ist der NASDAQ 100, also der Index der US-amerikanischen Technologiewerte. In Orange sehen Sie den chinesischen Leitindex. Und was haben die Analysten hier gemacht? Die haben gesagt, okay, wir sagen mal, der Ausgangspunkt ist der März 2000 für den US-Index. Der Juni 2015 ist der Ausgangspunkt für die chinesischen Aktien. Und Sie sehen, man hat hier eine Parallele im Kursverlauf.
Und wenn man das dann mal weiterspinnen würde, dann hätte man eine sehr, sehr negative Erwartung für den chinesischen Aktienmarkt. Ich will das jetzt nicht als Prognose verstanden haben, aber Sie werden solche Charts, glaube ich, in der näheren Zukunft häufiger mal sehen. Und ich glaube, ja, das Risiko besteht natürlich, aber wenn Sie lange genug suchen, dann finden Sie natürlich in allem möglichen Parallelen und können vieles reininterpretieren. Meines Erachtens die Bewegung hier am chinesischen Aktienmarkt, der doch auch stark eben das Festland trifft und eben die Investoren dort, die aber ohnehin nur zu 6 bis 7% am Aktienmarkt investiert sind, also der Vermögenseffekt für die chinesischen Haushalte, der ist hier verkraftbar. Meines Erachtens, wie gesagt, das für Sie als deutschen oder europäischen Anleger nicht das große Thema. Viel wichtiger meines Erachtens ist dieser Chart und das bringt meines Erachtens viel zum Tragen, was wir momentan auch sehen und das, was vielleicht auch die Marktentwicklung momentan vorausnehmen, berechnet von der Société Générale. Die haben ein sehr, sehr schönes Cross-Asset Research Team. Also was sehen Sie hier? Sie sehen hier im Endeffekt die Entwicklung der Importpreise aus US-Sicht. Das heißt, man sieht hier, wie wirken sich die Exportpreise natürlich hier aus auf die Importpreise in den USA. Und da sehen Sie hier, diese massive Abwertung der japanischen Währung hat schon dazu geführt, dass Japan de facto natürlich ein günstigeres Preisniveau über den Export in die USA importiert hat. Also Japan exportiert Deflation. Und ich glaube, Japan macht rund 7% am Einfuhrmix der USA aus. Und China liegt beim Faktor, ich glaube, irgendwie oder bei zwei, um die 20%. Heißt aber natürlich auch, wenn wir davon ausgehen, dass China seine Währung abwertet, was relativ wahrscheinlich ist, dann werden natürlich auch aus amerikanischer Sicht, aber auch aus gegebenenfalls europäischer Sicht, werden natürlich chinesische Exportgüter günstiger. Das heißt, auch China exportiert dann ein günstigeres Preisniveau. Und da wir ja ohnehin momentan mit disinflationären Tendenzen zu tun haben, aufgrund der ja, moderat bis schwachen globalen wirtschaftlichen Aktivität, ist das so ein bisschen nach dem Motto, ich exportiere meine eigenen Probleme in die Welt. Und wie gesagt, der Japan hat damit angefangen, jetzt zieht China nach. Und das wird noch ein Thema werden, was auf der politischen Ebene noch stärker diskutiert werden wird. In die Politik können wir als Anleger schlecht eingreifen, aber der Punkt ist, aus meiner Perspektive, dass es nicht nur ein Strohfeuer sein wird, sondern aufgrund der geringen Wirtschaft oder schwachen wirtschaftlichen Aktivität China diese Strategie wahrscheinlich durchsetzen wird und China nochmal ein ganz anderer Marktteilnehmer ist als natürlich Japan, ist dieses Thema Export von eigenem Deflations-, Desinflationsdruck in andere Länder, in die westlichen Industrien natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Warum? Das wissen Sie, niedrige Inflation nach offizieller Lesart führt dazu, dass die Notenbank problemlos am Markt intervenieren kann. Und wenn sie problemlos am Markt intervenieren kann, hat das natürlich Auswirkungen auf die Vermögenspreise. Und deswegen auch hier exemplarisch mal dargestellt, die Zinsstrukturkurve in den USA. Auf der Hochachse sehen Sie die Rendite in Prozent. Auf der Querachse, auf der X-Achse sehen Sie es jeweils für die verschiedenen Laufzeiten abgetragen. Und dann sehen Sie im Endeffekt ja mal vor 5 Jahren, da gab es für eine 10-jährige Staatsanleihe, gab es ja, 2,6%. Dann vor 2 Jahren in Rot gab es ein bisschen weniger, Grün gab es noch weniger. Und mittlerweile sind wir im Endeffekt hier. Und diese Kurve scheint auch zunehmend wieder flacher zu werden. Und dieses Thema Desinflationsangst, das könnte sich meines Erachtens durchaus auf Sicht der nächsten Monate mal in der Presse niederschlagen und wird mit Sicherheit auch unter den Investoren, die hier wachsam sind, ein größeres Thema werden. Und die Conclusio, wie gesagt, würde dann meines Erachtens wie folgt lauten, Inflationsdruck gibt es nicht, also bleiben auch die Zinsen tendenziell unten, also macht es doch vielleicht Sinn, doch ein bisschen stärker in Anleihen zu investieren. Und dann würde man mal wieder die Situation haben, dass die Anleihen unterschätzt wurden. Und zum Thema, wie gesagt, Preisdruck, auch nochmal hier die Entwicklung der Arbeitskosten in den USA. Und da sehen Sie im Endeffekt auch, ja, also von Sachen Druck, Preisdruck über die Lohnfront, da ist relativ wenig zu sehen. Und wenn dann noch, sage ich mal, Importpreise dazukommen, die einen disinflationären Trend haben, und die Rohstoffpreise ja implodiert sind, dann muss man sich natürlich fragen, wo soll denn bitte schön Inflation nach offizieller Lesart herkommen? Und das ist, glaube ich, mal ein ganz wichtigen Gedanken, den Sie im Kopf halten sollten.
Auch die haben kapitalmarktgehandelten Inflationserwartungen, die in sogenannten Inflationsswaps gehandelt werden. Zeigt Ihnen sowohl rechts mal für 2 Jahre als auch links eben im Endeffekt für die 5-Jährigen. Da ist von Sachen Inflationsdruck nichts zu sehen. Das geht entweder seitwärts oder doch im Endeffekt sukzessive nach unten. Also bezogen auf die Anleihemärkte, ganz klar, da wird momentan keine Inflationsüberraschung eingepreist. Bezogen auf die Inflationserwartungen wird auch keine Inflationserwartungen eingepreist. Also in Summe können wir festhalten, Inflationsdruck, das ist momentan nicht das große Thema und das heißt natürlich für die Notenbanken weiter feuerfrei, besonders natürlich im Angesicht dessen, dass wir sehen, dass der Welthandel ein bisschen schwächer wird und dass natürlich auch nach wie vor noch ungelöste Probleme hier in der Eurozone auf uns warten. Rendite und Risiko gehören zusammen. Auch das habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, weil wenn wir über das Thema Zinsen reden, wenn wir über das Thema Renditen in den Vereinigten Staaten von Amerika sprechen, dann sind wir natürlich auch bei den Schwellenländern, also bei den sogenannten Emerging Markets. Warum sind wir da? Weil es natürlich für die Amerikaner interessanter wird, Geld im eigenen Land anzulegen, wenn die Zinsen steigen, weil man sagt, naja, dort habe ich ja viel weniger Risiko, habe natürlich auch geringeren Zins, aber risikoadjustiert fühle ich mich dann vielleicht in meinem Heimatmarkt mit meinem gewohnten regulatorischen und rechtlichen Umfeld doch wohler. Und dementsprechend haben wir auch im Rahmen dieser Zinserhöhungsphilosophien und Diskussionen gesehen, dass Schwellenländerwährungen massiv abgegeben haben. Teilweise im Rahmen jetzt auch dieser chinesischen Intervention sind einzelne asiatische Währungen wirklich ja wieder auf Finanzkrisenniveau zurückgefallen. Also wir sehen momentan in den Schwellenländern, die Renditen steigen. Zum Teil auch, weil einfach Bonitätsthemen eine Rolle spielen, weil gegebenenfalls auch Länder durch Ratingagenturen abgewertet werden oder Abwertungsdruck haben, wie zum Beispiel in Brasilien. Das heißt, wir haben ja auf zwei Seiten wirklich Druck. Zum einen die Währung wird schwächer und die Kurse fallen, weil die Investoren im Endeffekt sagen, okay, wir wollen eine höhere Rendite für dieses Risiko. Und ich glaube, das wird sich jetzt nach und nach auch mal wieder ein Diskussionsthema werden, wenn man feststellt, Inflationsdruck in den USA geringer als gedacht, plus die Intervention in China, auch auf politischer Ebene werden die ja sehr stark natürlich kommentiert und diskutiert. Und dann wird es darum gehen, dass man sagt, hey, warum sollen wir denn als Amerika die Einzigen und die Ersten sein, die sich hier gegen den Trend stellen und die Zinsen wirklich erhöhen? Dadurch wird unsere Währung nur noch stärker. Diese stärkere Währung führt dazu, dass wir im Ausland billiger einkaufen können. Dieses billigere Einkaufen ist wiederum schlecht für unsere eigene Inflationsentwicklung. Und auch natürlich schlecht für die Gewinne unserer exportorientierten Unternehmen. Also das wollen wir nicht und deswegen ist das Thema Zinserhöhung vielleicht auch mal vom Tisch. Und wie gesagt, wenn es das der Fall wäre, dann hat das natürlich Auswirkungen auch auf diese Schwellenländeranleihen. Warum? Weil da natürlich wieder ein bisschen Fantasie aus der Zinserhöhung rausgeht. Und dann könnte die Anlageklasse perspektivisch mal wieder interessanter werden, zumindest wenn man es langfristig sieht. Aber die Schwellenländer, die wurden nicht nur getroffen von den Zinserhöhungsentwicklungen, sondern natürlich auch teilweise strukturelle Probleme. Was Sie hier sehen, ist die relative Entwicklung des MSCI Emerging Markets, also wenn Sie so wollen, der Leitaktienindex für Schwellenländeraktien im Verhältnis zum Leitindex im MSCI World, wo wir rund 55 bis 60% Aktien aus USA drin haben und ansonsten eben den Fokus auf Industrienationen. Und was man hier sehr, sehr schön sehen kann, ist, in dieser Aufwärtsbewegung heißt das, die Schwellenländeraktien sind bedeutend besser gelaufen als die Aktien aus den Industrienationen. Und wenn die Kurve im Endeffekt hier nach unten geht, dann sagt das nichts anderes als Industrienationen laufen besser, was die Aktienmärkte betrifft, als die Schwellenländer. Und wir hatten den Chart ja auch schon das ein oder andere Mal dabei und die Bewegung scheint sich eher noch zu verstärken, als seitwärts zu laufen. Und ich glaube, das wird nicht nur der Punkt sein, dass man das auf die Zinserhöhung schieben kann, sondern wir sehen natürlich auch strukturelle Themen in den Schwellenländern. Einige Schwellenländer sind ja auch große Rohstoffexporteure und wenn sie da natürlich Probleme haben aufgrund des Rohstoffpreisverfalls, nehmen Sie mal Russland als Beispiel, dann schlägt sich das natürlich doch in entsprechenden Problemen hier nieder und das hat entsprechend auch die Darstellung dann zur Folge. Wenn wir dann nochmal weg von den Schwellenländern gehen, die ja doch auch für uns als Deutschland ein wichtiger Zielmarkt sind, dann werfen wir natürlich nochmal einen Blick auf die Eurozone. Und was Sie hier sehen, das sind die Leistungsbilanzen und das ist natürlich nicht nachhaltig, weil hier sehen Sie den Leistungsbilanzüberschuss von Deutschland.
Ja, was soll man dazu sagen? Nicht jeder kann Exportweltmeister sein und wenn die einen halt eben Überschüsse haben, dann müssen die andere Defizite haben. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir auf globaler Ebene haben. Wir können nicht alle Exportweltmeister sein und wir können auch nicht alle unsere Währung abwerten, weil wenn die einen ihre Währung abwerten, dann wertet ja korrespondierend die Währung des anderen auf. Und da sollen wir hier keine Märkte auf dem Mars oder auf sonstigen neu entdeckten Planeten schließen, wird das auch bei uns auf der Erde so bleiben. Also weiterhin große Differenzen hier und diese Differenzen müssen natürlich geschlossen werden. Thema Umverteilung oder welche Aspekte man auch sonst nennen möchte. Aber das ist natürlich hier der wirtschaftlich fundamentale Grund, der natürlich auch hier in der Eurozone weiter eine große Rolle spielt. Positiv könnte man betrachten, dass wir hier bei den Leistungsbilanzdefiziten einiger oder vieler Länder mittlerweile ganz vernünftig dastehen, lediglich Frankreich hier noch mit einem Defizit in dieser Darstellung. Aber wie gesagt, halten Sie das bitte immer im Hinterkopf, wenn es so um die Diskussion geht, was kostet der Euro Deutschland, wer muss für wen wo was finanzieren. Also innerhalb eines Währungsgefüges kann es natürlich so nicht funktionieren, wenn ein Land solche dramatischen Leistungsbilanzüberschüsse generiert. Positive Entwicklung aber, weil fundamental ist man ja leider nicht weitergekommen. Positiv ist dann eben zu vermerken, dass offensichtlich die Eingriffe der Europäischen Zentralbank, also das sogenannte Quantitative Easing, also der Ankauf von Anleihen, der hat wohl auch dazu geführt, dass sich die Refinanzierungskonditionen für Unternehmen annähern. Wir hatten eine lange Zeit das große Problem, dass zum Beispiel ein Unternehmen in Spanien, wenn es Geld aufgenommen hat, einen bedeutend höheren Kreditzins zahlen musste als beispielsweise ein deutsches Unternehmen. Und das ist natürlich ein Problem, weil es verzerrt natürlich die Wettbewerbsfähigkeit. Zum anderen kommt natürlich auch noch dazu, geht nicht nur darum, einen höheren Zins zu zahlen, sondern auch Geld überhaupt zu bekommen. Und das scheint sich langsam wieder ein bisschen anzunähern. Und das zeigt sich auch in der Entwicklung der Geldmenge. Also positiv gesprochen könnte man sagen, neben dem Vermögenseffekt, den wir an den europäischen Aktienmärkten gesehen haben, der natürlich auch nur Teilen der Bevölkerung zugutekommt, sehen wir wohl auch, dass in der Realwirtschaft etwas Positives ankommt, weil natürlich der Zugang zu Krediten und die Kosten von Krediten natürlich für die Unternehmen ein wichtiges Thema sind und dementsprechend, wie gesagt, das hier durchaus mal positiv zu werten. Verbesserungen haben wir leider nicht überall. Hier mal dargestellt die Jugendarbeitslosigkeit in Europa und da sehen Sie natürlich auch, die ist in vielen Ländern auf einem abstrusen Niveau. Es gibt immer mal wieder Spekulationen und Diskussionen dazu, wie wird eigentlich diese Arbeitslosenquote berechnet und müsste man nicht manches rausrechnen, aber ich glaube, wir können so zusammenfassen, das ist natürlich eine extrem schwierige Situation. Wir haben das Thema, dass natürlich hier durch die Euro-Einführung viele Länder auf einmal sehr günstige Refinanzierungskonditionen hatten, dass man diese niedrigen Zinsen genutzt hat, um gegebenenfalls auch nachgebende oder nachlassende Wettbewerbsfähigkeit durch den Aufbau von öffentlichen Stellen und vielleicht auch im Subventionssystem zu ersetzen. Und dieser Effekt ist dann eben irgendwann mal verpufft. Und jetzt stehen sie auf einmal im globalen Wettbewerb, weil das ist natürlich auch klar, Spanien oder Italien in Summe oder Griechenland konkurrieren jetzt nicht zwingend mit Deutschland, sondern da geht es natürlich auch um Arbeiten und um Fertigungsprozesse und andere Themen, die sie natürlich heute aufgrund der sehr günstigen Logistik quasi global vornehmen können. Und da sind natürlich die Arbeitskosten in Asien oder zum Beispiel in Lateinamerika ein gutes Stück günstiger. Und das wird meines Erachtens weiterhin das große Problem werden, weil da sind viele Arbeitsplätze verloren gegangen in der Eurozone. Das hat man kompensiert durch den öffentlichen Sektor. Und diese Arbeitsplätze kriegen sie jetzt nicht zurück, nur weil sie jetzt auf einmal anfangen, ein bisschen zu sparen oder sonstige Prozesse von links nach rechts zu schieben. Also hier muss strukturell wirklich noch vieles passieren. Und das trifft nicht nur das Griechenland-Thema. Insgesamt Griechenland, was bleibt dazu zu sagen? Ich finde das einen relativ netten Cartoon. Also wir sehen hier ein Ehepaar, die schauen Fernsehen. Und der Herr Tsipras sagt hier, okay, wir haben eine Einigung erzielt, die hat zwar noch ein paar negative Aspekte, aber wir werden nochmal nachverhandeln und dann haben wir das schon alles super gemacht. Dann sehen das Ehepaar steht auch und sagt, nein, nein, alles exzellent. Also ich glaube, das drückt sie ganz gut aus. Und bezüglich der Diskussion um das dritte Hilfspaket, da geht ja auch immer mal durch die Presse, als wäre das alles schon in trockenen Tüchern. Aber meines Erachtens und auch in der Darstellung ja auch, die sich jetzt heute am Nachmittag erfindet,
ist, glaube ich, klar, dass da noch gar nichts in trockenen Tüchern ist. Und es stellt sich auch grundsätzlich ja die Frage, inwieweit der internationale Währungsfonds sich auch hier beteiligt, weil eigentlich darf der dann keine Kredite vergeben, wenn er nicht eine gewisse oder eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, das Geld zurückzubekommen. Aber ich glaube, Griechenland, da läuft, wenn man mal richtig rechnet, irgendwo bald bei 200% Schulden zur Wirtschaftsleistung aus. Und dann ist es doch eher schwierig, das Geld zurückzubekommen. Also sprich, es müsste erst einen Schuldenschnitt geben. Aber den Schuldenschnitt, den wollen die europäischen Politiker natürlich nicht, weil dann müsste man ja sagen, tut uns leid, aber ein Teil des Geldes ist weg. So, also ohne Schuldenschnitt, kein Geld vom IWF. Ohne IWF ist das Ganze vielleicht auch nicht so gut umsetzbar in der öffentlichen Wahrnehmung. Jetzt haben wir noch das Thema, dass in Griechenland im Parlament selbst neue Diskussionen entstehen über das Thema Reformen und Sparen. Also alles in allem muss man sagen, das ist doch ein riesen, riesen Thema noch und passt natürlich auch super zu dieser Gemengelage aus der Zinserhöhungsdiskussion in den USA. Dann die Thematik schwacher chinesischer Aktienmarkt. Also wie gesagt, da haben wir natürlich ein Dreigestirn an Problemen, was es hier momentan nicht aufdrängt, jetzt exorbitant zu investieren. Was sind die Schlussfolgerungen insgesamt daraus? Also fassen wir es mal zusammen. Ich glaube, wenn Sie heute in festverzinsliche Wertpapiere investieren möchten, weil Sie auch das Thema disinflationärer, deflationärer Trends sehen, dann sollte man zumindest kalkulatorisch das Risiko im Hinterkopf behalten, dass vielleicht auch mal die Rentenmärkte oder Teile der Rentenmärkte temporär illiquide werden. Also sprich, dass die Liquidität am Rentenmarkt etwas geringer ist als in der Vergangenheit. Das muss man einfach berücksichtigen in seiner eigenen Finanzplanung. Also sprich, man sollte nicht davon ausgehen, dass alles immer täglich verfügbar ist, sondern dass vielleicht auch mal eine Illiquidität vorherrscht, weil natürlich hier durch den reduzierten Eigenhandel der Banken und die strengere Regulierung einfach weniger Leute am Handel teilnehmen. Also da muss man irgendwie, setzt man es am besten um, entweder durch den direkten Anleihekauf oder eben auch zum Beispiel durch Laufzeitenfonds, weil da haben Sie eben nicht das Problem wie bei einem klassischen Investmentfonds, der, wenn er Rückgaben von Fondsanteilen hat, hier entsprechend auch Anleihen zu ungünstigen Marktpreisen veräußern muss. Aber das Thema Anleihen, gerade die Sachwerte, Freunde unter Ihnen, man sollte sich mal überlegen, ob Anleihen nicht aus der Perspektive auch eine gewisse Rolle im Portfolio haben sollten. Und dann im zweiten Schritt geht es eben darum, in der Abwicklung und der Umsetzung das zu berücksichtigen bezüglich des Themas Illiquidität, was ich gerade angesprochen habe. Aktien, auch das ist ein Thema. Klar, Sie kennen unser Mantra, immer möglichst global und sehr breit gestreut investieren. Wenn es darum geht, frisches Geld zu investieren, dann auch ganz klar das Thema, schrittweise vorgehen, also nicht das komplette Geld jetzt auf einen Schlag investieren, weil man eben vom Niedrigzinsniveau genervt ist, sondern wirklich nur einen Teil investieren und die nächsten Schritte dann eben sukzessive durchzuführen. Also es gibt keinen Grund jetzt hier auf einen Schlag zu investieren. Das Rohstoffsegment, aus unserer Perspektive drängt es sich momentan noch nicht auf. Grund liegt darin, dass, wie gesagt, wir haben hier Überkapazitäten und es kommen auch noch weitere Kapazitäten an den Markt. Da wird es, glaube ich, wird's nochmal eine Marktbereinigung geben, also auch vielleicht auch ein kleines Blutbad. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann wird das Thema mal wieder interessant werden, aber auch momentan aus unserer Perspektive noch zu früh. Aber wie gesagt, wenn Sie das auch das Thema sukzessive streuen, dann ist es, glaube ich, nicht ganz uninteressant, weil das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Wir reden zwar heute noch relativ wenig über die Schuldenkrise, aber in Sachen Schulden ist natürlich überhaupt nichts gelöst. Wir haben alle Probleme nur in die Zukunft geschoben. Und finanzielle Repression sollte ja die Lösung sein. Finanzielle Repression heißt ja nichts anderes, als dass Sie niedrige Zinsen haben, niedrige Renditen. Das haben wir definitiv. Aber Sie brauchen eben eine gewisse Inflationsrate, weil bei 1% Zins für die Staatsanleihe und vielleicht 3% Inflation, dann hat ja der Schuldner 2% weniger Last zu tragen, also eine sanfte Entschuldung, gesellschaftspolitisch natürlich einfacher, als wenn Sie irgendeinen Schuldenschnitt vornehmen und dabei auch gleichzeitig natürlich die Vermögenswerte neu strukturieren. Und diese Neustrukturierung, ich glaube, die ist den meisten Anlegern nicht ganz so recht, weil es das natürlich eine gewisse Form der Enteignung. Also dahingehend ist nichts gelöst. Wir wissen alle nicht, wie sich diese Notenbank und geldpolitischen Instrumente irgendwann mal auswirken. Also das Thema Sachwerte ist natürlich ein langfristiges Thema und dementsprechend auch das Thema Rohstoffe aus unserer Perspektive
ist etwas, was durchaus ins Portfolio hineingehört. Frage ist wiederum, wie macht man es in der Umsetzung, wie macht man es vom Timing? Und ich glaube, in vielen Fällen ist da die Kombination aus einer Einmalanlage mit einer sukzessiven Strukturierung, also sukzessiven Investitionen, durchaus das Mittel der Wahl, weil die besten Preise gibt es natürlich dann, wenn die Unsicherheit am größten ist, weil in der Kapitalanlage geht es ja immer darum, Risikoprämien zu verdienen. Und da ist die Frage, ist sie interessant oder ist sie nicht interessant. Gold, Edelmetalle, auch das natürlich mal noch abgehandelt. Beim Edelmetall, wenn wir bei Gold erstmal einsteigen, sehen wir, dass natürlich Gold die Schwankung hat, die es immer hatte, das muss man auch sagen, historisch gesehen. Gold hat ungefähr eine Schwankungsbreite wie der amerikanische Aktienmarkt, also der S&P 500, hatte dann eine sehr gute Phase, weil natürlich weil die realen Zinsen gefallen sind, also sprich die nominellen Zinsen abzüglich Inflation sind ja die realen Zinsen. Jetzt haben wir das andere gesehen, also eher eine Stabilisierung, wir sehen eher auch sogar steigende Realzinsen aufgrund der zurückgehenden Inflationsraten. Wir sehen relativ wenig Krisenangst, weder in den USA noch auch in der Eurozone. Also das Thema systematischer Stress im Finanzsystem, der ja auch von der US-Notenbank gemessen wird, der auch von der Europäischen Zentralbank gemessen wird. Also die Werte sind momentan irgendwo im Niemandsland. Und von daher sehen momentan viele natürlich nicht den Bedarf, neu in Gold zu investieren. Aus meiner Wahrnehmung heraus haben sehr, sehr viele Menschen und Personen oder auch Investorengruppen, die festgestellt haben, hey, ich bin doch extrem stark im Finanzsystem natürlich investiert. Ich möchte eine gewisse Quote außerhalb des Finanzsektors haben. Die haben das irgendwann zwischen 2007 und 2011, 2012 erledigt, haben jetzt ihre Quote, die sie haben möchten, irgendwo im Schließfach, im Tresor oder im Zollfreilager in der Schweiz liegen und sagen, okay, die Preisentwicklung, die sind mir jetzt Bums. Ich habe, was ich will, ich kaufe nicht zu, aber ich verkaufe auch nicht. Und dementsprechend sehen wir hier natürlich momentan weniger Motivation für einen steigenden Goldpreis. Und Sie sehen es dann aber, wie gesagt, an so Tagen eben auch wie gestern, wo man sagt, oh, vielleicht ist doch mit der Zinserhöhung in den USA wird es doch nichts, weil die Chinesen ja hier ihre Währung abschwächen. Dann sehen Sie gleich, macht Gold im Endeffekt einen Move nach oben. Die Goldminen machen noch einen stärkeren Move nach oben, weil die hebeln ja quasi den Goldpreis. Aber wie gesagt, fundamental fehlt da momentan so ein bisschen die Story. Das, was man strategisch haben möchte, das sollte man sich zulegen, sofern man es nicht schon hat. Alles andere ist natürlich dann einfach nur eine Spekulation. Ansonsten, was haben wir noch an Thema? Aktien etwas mehr im Detail. Klar, aus unserer Perspektive, der amerikanische Aktienmarkt am uninteressantesten. Der Grund liegt ganz einfach darin, der amerikanische Aktienmarkt ist am teuersten, er trägt die geringste Risikoprämie. Die US-Unternehmen leiden natürlich unter dem starken US-Dollar. In der Eurozone ist die Situation eben anders. Die Unternehmen profitieren von der schwachen Währung. Und auch die Risikoprämie natürlich in europäischen Aktien natürlich etwas größer, da wir immer noch diese Griechenland-Thematik vor uns herschieben. Und diese Unsicherheit führt natürlich auch dazu, dass hier ein gewisser Risikoprämiensatz noch vorhanden ist. Haben wir sonst noch wichtige Vermögensklassen? Ich glaube, das war's. Kommen wir noch zu weiteren Fragen. Was bringt solche Kursstürze? Verkaufen wir Großanleger? Vielen Dank für die Antwort. Also, was bringt solche Kursstürze? Also, ich weiß nicht, wie man es jetzt formulieren soll, aber zum einen ist es natürlich so, dass wir gerade in der Eurozone natürlich eine sehr, sehr starke Bewegung hatten, nachdem die Europäische Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm gestartet hat. Das war natürlich auch ein bisschen eine unnatürliche Entwicklung. Und da nehmen dann natürlich auch die Marktteilnehmer mal relativ schnell Chips vom Tisch, wenn man feststellt, okay, diese Story ist jetzt eingepreist, die ist gelaufen. Ansonsten glaube ich, dass die Kursbewegungen heute viel stärker sind als früher, weil wir einfach auch mehr elektronischen Handel haben, weil wir auch einen sehr, sehr starken Fokus auf das Thema Risikomanagement haben. Also es gibt ja kaum noch wirklich langfristige Anleger, weil ob es jetzt Versicherungen sind, Pensionskassen, Family Offices, überall steht heute Risikomanagement im Fokus. Und Risikomanagement führt natürlich dazu, dass sie entweder physisch Aktien verkaufen oder dass sie eben über Terminmarktinstrumente ihre Aktienquote nach unten fahren. Und beides führt natürlich dazu, dass wir einen Kurstrend nach unten haben. Und das in Kombination mit trendfolgenden Ansätzen und Ähnlichem führt natürlich dazu, dass wir heute stärkere Bewegungen haben, als es vielleicht noch vor 12, 15 Jahren der Fall war. Das können Sie als private Anleger auch nicht ändern. Man muss es einfach hinnehmen
und sollte in seiner eigenen Anlagestrategie und Finanzplanung eben schauen, dass man diese größeren Schwankungen reflektiert. Dann, wie prüfe ich das Risiko-Worst-Case-Szenario meines Portfolios? Puh, das ist eine abendfüllende Frage. Wie prüfe ich das Worst-Case-Szenario? Also, fangen wir es mal anders an. Wenn in Ihrem Portfolio, wenn Sie Ihr Portfolio betrachten auf Sicht der letzten 6, 12 oder 18 Monate und alle Ihre Wertpapiere im Portfolio sind grün, dann haben Sie tendenziell ein Problem. Warum sage ich das? Weil natürlich, wenn alles grün ist, dann ist alles gemeinsam gestiegen und dann hängt vielleicht alles davon ab, dass die Zinsen runtergegangen sind oder Sie hatten sehr stark auf einen anderen Baustein oder auf einen Treiber gesetzt, ohne es zu merken. Also im Portfolio gehört schon dazu, dass Sie Gewinner haben, dass Sie eben auch Verlierer haben. Und vor allem glaube ich auch, dass man auch mal selbstkritische hinterfragen muss. Wir sehen das ja auch bei Kunden. Wenn Sie Ende 2008 investiert haben in die Märkte, weil Sie immer noch abgeltungssteuerfrei Wertpapiervermögen strukturieren wollten für die Zukunft, dann sind wir jetzt im Jahr 2015, also man ist 7 Jahre älter. Die Aktienmärkte haben sich natürlich nach dem Einbruch um mehr als 50% natürlich sehr, sehr stark wieder erholt. Das heißt, ich habe jetzt natürlich eine viel höhere Aktienquote als vor einigen Jahren, bin gleichzeitig noch älter, also in vielen Fällen auch einen kürzeren Anlagehorizont und habe jetzt vielleicht noch die Thematik, dass natürlich dieser Rückenwind von fallenden Zinsen, dass der weg ist. Und deswegen, meines Erachtens, der wichtigste Punkt ist jetzt wirklich in der jetzigen Phase, mal sein Portfolio zu betrachten, das Portfolio mal abzugleichen mit der eigenen finanziellen Risikobereitschaft. Finanzielle Risikobereitschaft ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Auch hier gilt ja das Angebot wie immer. Wir haben das auch im Feedbackbogen nochmal mit drin, dass wir Ihnen hier von aus unserer Perspektive dem wissenschaftlich fundiertesten Werkzeug zur Ermittlung der finanziellen Risikobereitschaft kriegen Sie Zugangsdaten, sind 25 Fragen und dann haben Sie mal Ihre finanzielle Risikobereitschaft ermittelt. Dann kann man diese Risikobereitschaft wiederum abgleichen mit dem aktuell vorhandenen Portfolio und dann sieht man schon mal, ob man da noch drin ist oder ob man da draußen ist. Das ist aus meiner Perspektive Schritt 1. Schritt 2 ist dann natürlich die Detailanalyse auf Wertpapierebene, also sich mal ganz klar zu betrachten, okay, wo würde es mich denn treffen, wenn die Aktienmärkte mal 10 oder 15% runtergehen? Habe ich jetzt nur marktabhängige Papiere mit drin? Habe ich vielleicht sonst eine Thematik, die die letzten 5 Jahre super war? Also wenn Sie die letzten 5 Jahre, sage ich mal, Anleihen hatten, dann haben Sie von fallenden Zinsen profitiert. Hatten Sie die guten, soliden Aktien, also diese Qualitätsdividendenzahler, dann haben Sie auch nochmal besonders stark natürlich von fallenden Zinsen profitiert. Aber diese Entwicklung, wenn sie sich umkehrt, trifft sie natürlich auch wiederum beide Segmente. Also da muss man dann mal tiefer einsteigen, um dann das Portfolio zu analysieren. Gleiches gilt natürlich auch dafür, sich mal anzuschauen, okay, ist meine Abhängigkeit, wenn man mal dieses Thema China nimmt, vielleicht relativ groß. Und das kommt sogar häufiger vor, als man das denkt bei den deutschen Anlegern. Warum? Weil die Deutschen kaufen natürlich, was sie kennen. Also wir kaufen eine Volkswagen, wir kaufen eine Daimler, wir kaufen eine BMW. Für die Autobauer sind natürlich die Absatzmärkte in Asien natürlich ein großes Thema. Wenn die nicht funktionieren, dann gibt es bei der Aktie einen auf dem Deckel. Dann hat man vielleicht noch in den Australdollar investiert, weil der Australdollar klassischerweise eine sogenannte Fluchtwährung war, ein Safe Haven, wie es in der Finanzkrise hieß. Also Zinsengut plus Safe Haven war eine Kombination, die noch bei vielen Anlegern zu einer positiven Stimmung für den Australdollar führte. Und dann hat man vielleicht noch ein bisschen Rohstoffe mit reingepackt als Inflationsschutz. So, und wie gesagt, das ist etwas, auf das ich momentan auch ein Portfolio mal hin untersuchen würde. Aber auch da stehen wir natürlich als Ansprechpartner zur Verfügung, um das mal ein bisschen konkreter zu beleuchten. Das ist natürlich sehr stark aus der Hüfte geschossen. So, meine Damen und Herren, 6:55 auf meiner Uhr, damit hier keine Fragen mehr. Also wenn Sie noch Fragen stellen möchten, momentan der richtige Zeitpunkt. Ansonsten auch das ja natürlich wie gewohnt, können Sie natürlich auch im Nachgang nochmal die Fragen gerne über das Feedback-Formular oder eben auch einfach per E-Mail kommunizieren. Habe mir jetzt hier auch sagen lassen, dass der eine oder andere dann noch eher ein Freund davon ist, das telefonisch zu klären. Aber wie gesagt, Sie haben ja natürlich die Möglichkeit, alle Medien zu nutzen, also ob jetzt E-Mail oder Telefon. Ich glaube, wir finden dann schon zusammen. Ja, meine Damen und Herren, wenn keine Fragen mehr sind, dann darf ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken.
hoffe, dass Sie den einen oder anderen Denkanstoß mitnehmen konnten. Wie gesagt, im Nachgang erhalten Sie natürlich auch nochmal das Feedback-Formular. Da der wichtige Hinweis mit dem Thema finanzielle Risikobereitschaft. Sofern Sie das noch nicht gemacht haben, nehmen Sie sich mal die Zeit. Ist eine wichtige Selbstreflexion. Das ist mal Schritt 1. Also wichtiger als jetzt über die Märkte zu philosophieren und zu überlegen, ist der DAX jetzt bei 11.000 Punkten teuer oder billig, ist es erstmal mit der Basis anzufangen. Das ist eben die finanzielle Risikobereitschaft. Und im zweiten Schritt muss man dann einfach mal das bestehende Portfolio mit dieser finanziellen Risikobereitschaft letztendlich mal abgleichen. Und wenn man dann im dritten Schritt mal noch eine detailliertere Analyse eingeht, also eben zu sagen, okay, habe ich denn irgendwo Klumpenrisiken? Ja, wie jetzt eben angesprochen, zum Beispiel durch das Thema, wo würde mich eine Zinserhöhung treffen? Oder wo würde mich eine massive Problematik in China und Asien treffen? Das muss man sich einfach mal betrachten. Und dann geht es natürlich auch so weit, dass man wirklich für ein konkretes Portfolio mal solche Fragen durchspricht und sagt, okay, was wäre denn, wenn China wirklich Disinflation, also fallendes Preisniveau, exportiert, was ich für sehr wahrscheinlich halte. Was heißt das? Und dann würde man auch sagen, okay, vielleicht sind Anleihen doch relativ interessant, nicht weil sie momentan mit 2% verzinst werden, sondern weil vielleicht sogar man sich vorstellen kann, dass vielleicht amerikanische Staatsanleihen im 10-Jahres-Bereich von der Verzinsung sogar nach unten fallen. Und es wäre dann eben auch eine Möglichkeit, sich einen gewissen Disinflationsschutz, Deflationsschutz eben ins Portfolio zu legen, um vielleicht auch seine bestehende Aktienquote da sinnvoll zu ergänzen. Also das sind viele Themen, die man dann durchgehen kann. Und ich glaube, diese ganzen Diskussionen und Spekulationen um China, die sind momentan ein guter Ansatz, um sich mal mit dem eigenen Portfolio dann zu beschäftigen. Aber auch da stehen wir natürlich für Fragen zur Verfügung. Danke für das gute Schenche Webinar. Ja, herzlich gerne. Freut uns, wenn Sie was mitnehmen können. Ansonsten, wie gesagt, machen wir jetzt wirklich Schluss. Darf Ihnen viel Spaß im Biergarten wünschen oder Sport, je nachdem, was Sie noch zu tun haben. Machen Sie es gut, bis bald, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.